Check this out. So, unser Partner hat uns da gerade hergerufen. Wir schauen uns jetzt mal die Leute an, mit denen wir es zu tun haben. Look at this flapjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written the book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote from it. Oh Gott. Was ist denn das für eine Aktion hier? Oha, das hätte auch schnell schief gehen können. Wie alles eigentlich hier. If it was good enough for a professional athlete, it was good enough for me. So, Painkiller ist sehr schön. Schade, dass die immer in einer anderen Sprache sprechen. Verstehe ich sie zumindest nicht. Was? Oha! 50 Gegner mit Schrotflinten erledigt. Ich glaube, das Achievement hieß Schrotflintenabgabe. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. So, und jetzt holen wir, hab ich mir ja mal so ein Maschinengewehr geholt oder Karabiner oder wie man das sagt. Wow. Oh, da ist noch einer. So. Das hast du davon. Für den Snipen. That guy was getting annoying. How the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Stay here, cover me. I'll go after him. Hey, keep your headset on. Look, I'll deal with the guys on the other side of the fence. You take the others. Whatever you say. Also er hat momentan die bessere Aufgabe hier. Oh. Ja, er nimmt sich ihn hoffentlich gerade vor. Nein. Der hat doch schon auf den gezielt. Ja. Oh. Da. Jetzt auf die hier wechseln. Von hier sind wir hergekommen. Also das Stadion müsste man erstmal wieder schön putzen, wenn man es dann wieder verwenden will. So, und hier haben wir das gleiche mit Lampenaufsatz. Boah. Zurück. Hier hinter dem Schild können wir vielleicht ein bisschen Deckung suchen. Das sieht haarig aus. Dann treffe ich nicht. Ich... So, jetzt wieder ein bisschen Bullet Time aufheben. Und die anderen kommen jetzt von unten. Der hat sich selbst weggejagt. Naja. Nein. So. Ich würde sagen. Oh, das... Nee, ich wollte den gerade entgegenstürmen mit so einem Sprung. Aber das sind jetzt doch zu viele, also... Von
auch schon. So, jetzt keine Bullet Time mehr übrig. Muss ich erst wieder aufladen. Also warten wir. So, das war er. Und jetzt noch den letzten. Nein. Zu unachtsam. Also das ist... Oh nein. Der hat keinen Schaden erlitten, zumindest sieht's so aus. So, jetzt aber. Diesmal wieder ein bisschen sparsamer mit der Bullet Time, dann passt das auch. Ich lade immer ziemlich oft nach. Ah, da sind sogar eine Schrot dabei. Unter die Gürtellinie, 50 Treffer in die Weichteile. Ja, also da ziele ich eigentlich nicht absichtlich hin. Wenn ich wo absichtlich hinziele, dann an den Kopf, weil da ist es am effektivsten, würde ich meinen. Was? Ich habe den doch gerade ausgeschaltet. Tja, Leute, ihr seht, einfach ist was anderes. Also Max Payne bietet, denke ich, schon einige Stellen, an denen man, naja, fast verzweifeln könnte eigentlich. Nein, er kann sich jetzt hier nicht drauf schanzen. Schlecht für mich. Gut für die. Diese Rambo-Aktion geht nicht gut, weil es kommen noch welche hinterher. Haben wir ja schon mitgekriegt. Das war diese hier. Nein. Und wir sehen, hinter uns fliegen Kugeln. Denn von unten kommen welche. Da noch welche. Da wirft einer eine Granate. Und da bin ich schon wieder tot. Eine knifflige Stelle, muss ich sagen. Bitte, ich entschuldige mich hier dafür, dass ich hier immer so fehle. Das muss doch gehen. Durch dieses Geländer kann man... Durch diesen Zaun kann man schlecht schießen. So, stürmen kannst du woanders, aber nicht bei mir. Was hast du davon? Immer wieder nachladen. Oh, der schießt noch. So. Jetzt nicht mehr und du auch nicht mehr. Da unten, der wartet hier auf uns. Seiner Schrot und Techlight. So. Jetzt kommen wieder die Typen von hinten. Von unten müssen wir jetzt alle erledigt haben. So, nehme ich mal die hier. So. Ich glaube, das war's jetzt. Wir haben es geschafft. So, nehme ich jetzt die Schrot wieder, oder? Nee, ich glaube, ich bleib mal bei der hier. Weil da gibt es zu viel Munition. Wie ihr gerade seht. So, jetzt sieht's aber karg aus mit dem. Mal wieder mit dem Henker. Der zieht die... Er zielt wieder. Das heißt, wahrscheinlich hier stehen Leute. Ich weiß es ja auch durch das Durchspielen, muss ich dazu sehen. Aber so könnte man sich's auch herleiten. Denn ansonsten lässt er die Waffe immer unten. Oh, 4 Painkiller. Das gibt es nicht. Das ist schön. Dann jetzt durch diese Tür. Alright, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro, né? Quem é, menina? É alguma alquimista social, hein, casada com algum cara aqui. Mesma história de sempre. Ele está aqui! Look out, Anthony Mack! Exactly what it sounds like!
Boah, Granate. Das gibt es nicht. Wie viel ist hier los? Dahinter. Oh Gott, Tanke da schon. Mist, gegen die Tür. Nur noch ein Painkiller mal wieder. Dafür schöne Action. Tja, man kann eben nicht alles haben. Entweder man verschanzt sich schön oder man nutzt die Bullet Time Funktion. Stimmt vor, was am besten ist, wenn man es nicht jetzt, wenn man sich nicht zu doof anstellt. Nein! Mal wieder in letzter Sekunde. Es muss sich bessern, also. Natürlich von meiner Seite. Komisch, ihr könnt da ja nichts machen. Keinen Einfluss drauf nehmen. So, die Scheiben hier sind alle aus Panzerglas. Aber wenigstens so dort mal wieder zwei Pick. Boah. Ich wollte gerade mal den Hinweis wieder untersuchen und da kommt schon wieder hier der Typ. Nein. Jetzt aber, hoffe ich. Claudio, your golden boy. He sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Wahrscheinlich. Wird sich das nach dieser Aktion ja vielleicht nochmal überlegen, wenn er nochmal irgendwo anheuern sollte. Also, sich für einen Wachschutz werben sollte. Looking for something that ain't here, I guess. Gut, hier sind wir anscheinend weiter unten. Wir können den Aufzug rufen. Where are you headed? I'm going up. I don't know. I'm guessing nowhere nice. Signed the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. Das ist er ja gewöhnt. Der Max. All right. In the upper stands. I see you. Be careful, you got company. Wen haben wir denn da oben? Come on, Max, I can't do this by myself. Huch, wo kann ich jetzt zielen? Ach da. Ja, wir haben nur noch einen Painkiller. Mist. Wir fliegen voll über die Tribüne. Ich weiß gar nicht, nimmt Max überhaupt Fallschaden? Ich hoffe ja nicht. Oh! Von wo? Ach da. Nein, nein, ist alle. Das Magazin ist leer und ich kann mich nicht mehr rechnen und keinen Painkiller mehr nehmen. Ja. Verzwickte Stelle. Die nehmen wir uns nochmal in der nächsten Folge vor.